is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Historische Persönlichkeiten beim Gericht anwesend. Ich habe bei mir selbst geschworen, mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen schwören und sagen, im Herrn habe ich Gerechtigkeit und Stärke. Aber alle, die ihm widerstehen, werden zu ihm kommen und beschämt werden. In der Schar der Erlösten sind Christi Apostel, der heldenhafte Paulus, der hitzige Petrus, der geliebte und liebevolle Johannes und ihre redlichen Brüder und mit ihnen das riesige Heer von Märtyrern, während außerhalb der Mauern zusammen mit allen Gemeinen und Gräulichen jene sind, von denen sie verfolgt, eingekerkert und umgebracht wurden. Da ist Nero, das grausame und lasterhafte Ungeheuer, der jetzt die Freude und Erhöhung der Menschen mit ansieht, die er einst gefoltert hatte und in deren höchster Qual er sein satanisches Vergnügen fand. Seine Mutter ist da, um die Früchte ihrer Arbeit zu sehen und zu erkennen, wie die Prägung des Charakters zum Bösen hin an ihrem Sohn weitergegeben wurde und die Triebhaftigkeit, durch deren Einfluss und ihr Beispiel verstärkt und weiterentwickelt, sich zu Verbrechen ausgewachsen haben, die die Welt schaudern lässt. Da ist der stolze, ehrgeizige Napoleon, dessen herannahen Königreiche zum Zittern brachte. Da gibt es papsttreue Priester und Prälaten, die sie als Botschafter Christi ausgaben. Doch haben sie Folterbank, Kerker und Scheiterhaufen benutzt, um die Gewissen der Kinder Gottes zu beherrschen. Da sind die stolzen Päpste, die sich über Gott erhoben und sich anmaßten, das Gesetz des Höchsten zu verändern. Die angeblichen Kirchenväter haben vor Gott Rechenschaft abzulegen, bevor sie sich viel lieber drücken würden. Zu spät werden sie zu der Einsicht gebracht, dass der Allwissende eifersüchtig über sein Gesetz wacht und den Schuldigen keineswegs entlasten wird. Nun erfahren sie, dass sich Christus mit den Interessen seines leidenden Volkes identifiziert. Sie empfinden die Wucht seiner Worte. Was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Die gesamte gottlose Welt steht vor Gott auf der Anklagebank. Sie wird des Hochverrats gegen die Regierung des Himmels beschuldigt. Sie haben keinen, der ihren Fall übernommen hat und für sie plädiert. Sie haben keine Entschuldigung. Deshalb wird über sie das Urteil ewiger Tod verhängt. The Lord is coming. Are you ready?